Mal wieder auf die 2. Ja. Und öffne. Und öffne die Kiste. Und dann ist ein Miet. Ich wollte mich alle ver... Ups, pardon. Dich können wir doch wohl entfernen, ne? Dann nehmen wir lieber Medipack mit als einen Schuss Plasma-Cutter. So. Bitte hin. In Fahrstuhl, war ja klar. Na, kommt was von rechts, so schön. Waren wir da schon mal drin? Ja, ich glaube schon. Fahrstuhl, öffne dich. Schließe die Türe. Und lasse mich hinter dich. Und wieso fahren wir nach unten? Naja, er wird schon wissen, was er tut, unser guter Mechaniker. Na, na, na. Ein Shop! Halleluja, 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 Halleluja. Lass mich rein hier. Oh, geil. So, also die soll gut sein. Ich weiß es natürlich nicht, aber... Also die werde ich mir auf jeden Fall holen. Auf jeden Fall erstmal, wenn was davon übrig bleibt nach diesem Ding hier. Ja. Na, hol dir was Neues, mein Freund. Das schaffst du schon. Sich dick machen erstmal. Und boah, ey. Naja, sieht ja jetzt so aus, als hätte er ein paar Rippen außerhalb. Das ist bestimmt ein toller Schutz. Vor allem, da die Monster auch so viel auf die Rippen gehen. So. Was könnte man sich noch so Schönes holen? Plasma-Energie? Ja, weiß ich nicht. Also Medipack habe ich auf jeden Fall genug. Okay, seht ihr, da geht es mir schon los. So, dies kann ich verkaufen. Ich glaube, so viel werde ich nie brauchen im Leben. So. Dann, was hole ich mir mal? Ich habe bis 13.000. Ist natürlich nicht viel. Ha. Hol ich mir davon jetzt was? Ich habe schon mal das Ding. Ich mir vorstellen, dass es nachher relativ nützlich sein kann. Nein, brauche ich alles nicht. Okay, gut. Ich glaube, das war's jetzt. Achso. Ja, Switch Weapons. Weapons, Entschuldigung. Okay, das ist auf 3. Die 2 ist keine Ahnung. 3, 2. Uah. Lauf mir dann erstmal mit dem Ding rum. Man weiß ja nie, was einem so über den Weg läuft. Scheint ein Maschinengewehr zu sein und es sieht so aus wie das im zweiten Teil. Ja, den zweiten Teil, den kenne ich schon. Das ist, ja, ist nun mal so. Davon habe ich schon Let's Play gesehen. Beziehungsweise sogar schon 2. Ich habe keine Energieknoten, deswegen gehe ich auch in die Werkbank. Und ja, ich denke mal, das war's schon mit Kapitel 1. Nur doch langsam mal Zeit. Ja, ich komme nicht die Rampe hoch. Schön. Ich würde sagen, fahren wir mit der Tram mal gleich ins nächste Kapitel. So. Und in den vorderen Teil des Schiffs. New Arrivals abgeschlossen. Also neue Ankömmlinge. Ja, klar. Da. Accept. Und jetzt geht's weiter mit Intensive Care. Okay. Dreh dich um. Komm schon. Schön, du hörst auf mich. Lebt noch jemand? It's alright, McCoy.
He's here. Nothing to be afraid of. I knew you would come. Just like you said. Manu, ich kann nicht auf sie schießen. Schade. Ja, hier bin ich. Vielen Dank. Lass es doch fallen. Okay. Kann ich jetzt auf sie schießen? Ja, jetzt geht es natürlich. So, also, das war jetzt mit F. Bam. Super. Scheiß Leichensäcke. So. Noch irgendwas Neues dazugekommen? Man weiß ja nie. Nö. Und wir haben auch kein weiteres Geld. Nein, 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 nein. Ich fall zurück. Achso, Escape. So. Wollen wir es gleich mal ausprobieren? Ups. Falsche Sache, ich wollte eigentlich. Na, klappt's denn? Bam. Wollte ich sagen, eigentlich wollte ich nur. Das geht ja scheinbar nicht. Ja, ich wollte gerade ein Schematic aufheben, mein Freund. Was ist denn das hier? Flamethrower. Okay, da laufe ich jetzt doch nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob ich den brauchen werde. Ich weiß nicht, ob er gut sein wird. Oh, Entschuldigung. Ich bin gerade, glaube ich, voll gegen das Mikro geknallt. Ja, ist doch schön. Und er ist auch zu teuer. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Nein, ich glaube, ich habe schon so genug Probleme damit. Jetzt kann ich meinen alten Anzug nicht verkaufen. Schade eigentlich. Okay, den überlege ich mir, ob ich den hier hole. Man weiß es ja nicht. So. Müsst ihr dann, wenn ihr dann überhaupt das Spiel hier seht, ob ihr es überhaupt so Gänze seht oder ob ihr denkt, das ist so ein Idiot, dann mache ich das nicht. Da müsst ihr selbst entscheiden, ob ich mir den Flammenwerfer kaufen soll. Ja, oder nicht. Gut. Hola. Isaac, are you there? We were attacked. Kendra's gone. One minute she was there and I can't believe I lost her. We can still do this. Get me the captain's rig codes and we'll find Nicole. Looks like the crew barricaded the door to the emergency wing. We have to blow through it to get to the morgue. Get some thermite from medical storage and a shock pad from zero-G therapy. Should be down the corridor. Communication is useless in all this static. Ja, haben wir auch mal gekriegt, dass die Kommunikation für den Arsch ist. So. Und das ist jetzt auch das Ende erstmal dieser Aufnahme. Ich verabschiede mich von euch. Und ja, schreibt mir noch mal in die Kommentare, was ich denn jetzt kaufen soll, was ich upgraden soll. Ich schaue mal kurz rein, ob ich genug Geld habe. Denn ich würde euch natürlich so gern wie möglich alles Mögliche zeigen. Zum Beispiel auch, wie der halt funktioniert. Das kann ich jetzt aber nicht, weil mir 800 Dollar oder Credits oder sonst was fehlen. Gut, ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder.